Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute den Alleskönner, mein absolutes Wunder, Zauberwasser, also Rosenwasser vorstellen. Und zwar möchte ich einfach einiges dazu sagen, was man mit diesem Rosenwasser, also nicht nur mit diesem, generell mit Rosenwasser alles machen kann. Ich habe mich speziell für dieses Rosenwasser von Radhi aus Indien entschieden. Gibt es im Reformhaus zu kaufen für knapp 10 Euro, gibt es aber nicht immer. Man muss, also ich kaufe mir dann immer gleich so ein paar Backups. Also, ob egal, für die Hautpflege, für die Haarpflege, ob zum Kochen in Cocktails. Es gibt eigentlich nichts, was dieses Rosenwässerchen nicht kann. Es wird gewonnen, dieses Rosenwasser wird gewonnen bei der Herstellung von Rosenöl. Und es ist ein wahres Wundermittel. Frauen aus Indien oder aus dem Iran wissen schon längst um dieses Wunder und benutzen es auch. Jetzt ist es auch irgendwie in Europa angekommen, auch in Good Old Germany. Und ich möchte euch hier ein paar Tipps geben, was mit diesem Beauty Booster alles anzufangen ist. Also, welches ihr nicht nehmen solltet, sage ich dann zum Schluss. Also, was oder worauf ihr achten solltet. Als allererstes beginnen wir mit der Gesichtsreinigung. Also, Rosenwasser als Gesichtsreiniger wirkt antibakteriell, ist pflegend, feuchtigkeitsspendend, beruhigend, beugt Entzündungen vor und wirkt auch porenverfeinernd. Ihr könnt dieses Rosenwasser einfach auf ein Wattepad geben und euch das Gesicht damit reinigen oder einfach das Gesicht damit tonen auch. Das mache ich. Also wenn ich jetzt nicht immer diese Mischung aus Kokosöl und Rosenwasser verwende, mache ich einen ganz normalen Gesichtsschaum, meistens den von Caudalie und oder eine Reinigungsmilch und tone mir das Gesicht danach. Also dann schraube ich das hier ab, das ist ja so ein Sprühfläschchen und tränke die Wattepads oder ein Wattepad und gebe dieses Gesichtswasser als Toner auf, was den pH-Wert der Haut wiederherstellt, in Balance bringt. Es wirkt beruhigend, erfrischend, man hat sofort diesen rosigen, ja wirklich einen rosigen Teint, kann ich nur. Ich muss es so sagen, weil gut, wenn es jetzt das erste Mal benutzt, ja, ist es wahrscheinlich gleich nicht so. Man muss alles, wie das im Leben ist, man muss so eine gewisse Regelmäßigkeit, so eine Routine reinbringen, auch in die Gesichtsreinigung, dass man, oder auch in die Gesichtspflege, dass man eben auch eine spezielle Wirkung erzielt und sie auch sieht. Gleichzeitig ist es auch ein Make-up-Fixierer und auch ein Make-up-Entferner, auch das Augen-Make-up. Das heißt, ihr gebt etwas hier, ich habe es mal da, das von Alnatura, einfach ein natives, kaltgepresstes Kokosöl, gebt ihr auf ein Wattepad, mischt das ein bisschen mit Rosenwasser und nehmt ganz sanft euer Make-up ab. Egal, ob jetzt Augen-Make-up oder den normalen Teint, also eure Foundation und was ihr so alles auf dem Gesicht habt, kann man wunderbar sanft damit abgeben. Die Haut wird nicht gereizt, sie wird nicht irritiert. Und was auch schön ist, wenn man jetzt das Augen-Make-up damit entfernt, man hat ja diese wunderbare Mischung aus Kokosöl und Rosenwasser, dass die Augen, die Partie beruhigt wieder nach dem Tag Schminke, dass die Wimpern gepflegt werden und gerade für Damen, die jetzt auf chemische Produkte verzichten wollen, ist das eine ideale Kombination Rosenwasser und Kokosöl, wenn ihr das zusammen benutzt. Also ich kann nur sagen, dass ich total begeistert bin, auch generell mit Kokosöl zu reinigen. Also diese Mischung Kokosöl und Rosenwasser, gut, es gibt wahrscheinlich auch Frauen, die das nicht mögen. Ich habe das in jüngeren Jahren auch nicht gemocht, dieses Rosenwasser. Also überhaupt Rose, den Duft von Rose, das fand ich immer so altbacken. Das haben Omas gemacht, aber das ist ja längst nicht mehr so, wie sich ja einiges in unserer Zeit verändert hat. Gegen Falten, kleine Fältchen und Augenringe, Augenschatten. Wenn ihr jetzt morgens aufwacht und denkt, oh mein Gott, habe ich einen müden Blick und ihr habt so dunkle Schatten unter den Augen, kann Rosenwasser helfen. Also mir hilft es. Ich lege dann so zwei Pads in Rosenwasser, also tränke die schön, drücke die so ein bisschen auf und lege sie auf die geschlossenen Augenlider und verweile dann irgendwo so 10 Minuten, dass sie nicht runterfallen. Am besten man liegt ein bisschen. Und ihr habt sofort danach diesen frischen Blick und die Haut ist auch um die Augen herum. Die ist gut durchfeuchtet, weil Wasser, wenn wir uns reinigen oder ein normaler Make-up-Entferner, das greift ja auch gerade diese empfindliche Partie unter den Augen, wo kein Fettgewebe ist. Es ist so eine ganz dünne, transparente Haut, ne? Das wisst ihr ja. Die kriegt so wenig, man macht zwar eine Augencreme, aber das fängt ja bei der Reinigung schon an, dass man die Haut austrocknet, weil Wasser trocknet ja auch aus.
und viele machen das auch falsch übrigens, dass man sollte, wenn man seine Gesichtspflege aufgibt, egal ob Augencreme oder eine Gesichtscreme, immer auf die feuchte Haut, dass sofort der pH-Wert wieder hergestellt wird und nicht, dass die Haut erst nicht trocknen lassen und dann erst mit der Creme, die Creme auftragen, sondern wenn das Gesicht noch feucht ist, also zum Beispiel, wenn ihr das tonisiert habt, gleich die Augencreme aufgeben oder die Nachtcreme oder beides. Dann hilft es also auch bei Kopfschmerzen. Ihr nehmt einfach ein kleines Gästetuch, legt das in kaltes Wasser, bringt das aus und gebt ein paar Spritzer von dem Rosenwasser darauf. Gönnt ihr euch eine Auszeit, legt euch hin, macht euch schöne Gedanken. Und alleine das Aroma, das ist so gut für die Sinne, dass eigentlich Kopfschmerzen verschwinden. Also Migräne weiß ich nicht, ich habe keine Migräne, ich leide zum Glück nicht unter Migräne. Meine Mutter litt sehr stark oder leidet sehr stark unter Migräne. Ich habe das zum Glück nicht mitgeerbt. Es ist so eine beruhigende kleine Auszeit, die man sich gönnt, wenn man sich einfach so eine Kompresse, gerade im Sommer oder wenn es jetzt so warm ist, auf das Gesicht, ihr könnt es auch aufs ganze Gesicht legen, ist auch toll. Allein dieser Rosenduft, dieses Rosenaroma, weil Rose öffnet ja das Herzchakra, das ist ja nun allgemein bekannt, weiß man ja, öffnet die Sinne und wir sind offener und empfänglicher für alles andere. Ihr seht schon, ich schwärme von der Rose, ne? Ich bin ein totaler Rosenfan, aber wie gesagt, erst seit ein paar Jahren, früher war ich das nicht. Was auch schön ist als Badezusatz, also wenn ihr euch so ein Vollbad einlasst, weil nichts ist entspannender als ein tolles Bad, ein Entspannungsbad, kann man entweder jetzt Rosenöl auch oder eben Rosenwasser mit dazugeben und gleichzeitig wird jetzt das Wasser ein bisschen weicher, wie man so schön sagt. Also es ist Feuchtigkeit, so ein bisschen Feuchtigkeit, weil das ist ein reiner Feuchtigkeitsbooster. Aber vorausgesetzt, ihr habt das reine Produkt, ne? Also ohne Zusätze, das sage ich dann nachher nochmal. Dann als Sprühkur. Als Sprühkur auf jeden Fall würde ich sagen, habe ich jetzt auch probiert, wir hatten ja gerade das Thema Haare, Kopfhaut. Also auf die Kopfhaut, wenn ihr eine entzündete Kopfhaut, also entzündete Stellen, kann das helfen, Entzündungen zu mildern. Und was wirklich hilft, ist bei trockener Kopfhaut und bei juckender Kopfhaut, wenn ihr einfach euch die so Strähne für Strähne so abteilt und euch dieses Rosenwasser auf die Kopfhaut sprüht, das einmassiert und auch als Feuchtigkeitsspray direkt für die Haare, also für die Längen und auch für die Spitzen. Weil es ist keine Chemie. Mir ist aufgefallen, dass in sämtlichen Feuchtigkeitsspray, egal von welcher Firma, auch wenn es eine Biofirma ist, es ist überall Alkohol drin, auch wenn es ein Bioalkohol aus Algen ist, keine Ahnung. Und Alkohol, wissen wir, trocknet aus. Und dieses reine Rosenwasser, wenn ihr euch auf die Längen das gibt, aber ne, beim ersten Mal sieht man das auch nicht gleich. Also es bändigt das Haar auch. Ihr habt diesen rosigen Duft im Haar, aber es ist ein ganz milder Duft. Der ist jetzt nicht anstrengend, ne, dass man Kopfschmerzen bekommt. Also es ist ein Feuchtigkeitsspray. Also als Sprühkur für die Haare und für die Kopfhaut. Man kann es auch als Parfum benutzen, wenn ihr jetzt kein Parfum in der Nähe habt oder nicht dabei habt und einfach so ein bisschen euch erfrischen wollt. Gebt euch Rosenwasser hier einfach auf die inneren Handgelenke und ein bisschen auf den Hals und schon habt ihr diesen frischen, frühlingshaften oder sommerlichen Rosenduft auf der Haut. Was natürlich auch klasse ist, dieses Rosenwasser sich als Erfrischungsspray aufzugeben, so zwischendurch. Also nicht nur als Fixierer am Morgen, sondern wenn ihr euch das ein bisschen abfüllt in so ein kleines Fläschchen und Rosenwasser zwischendurch mal so aufgibt. Also einfach als Erfrischungskur auf Hals, Gesicht und Dekolleté geben. Könnt ihr so schön einsprühen. So, ich mache das jetzt mal. Oh, das ist ein wundervoller Duftnebel von... Es gibt doch Rosenwasser, die sehr anstrengend riechen. Dieses riecht wirklich nicht anstrengend. Und ich bin da sehr empfindlich, was mein Näschen betrifft. Das ist ein ganz verhaltender, so ein zurückhaltender, milder Rosenduft. Heilende Wirkung, zum Beispiel bei Ekzemen oder bei Lippen, also bei Lippenherpesbläschen, wenn ihr also auf dem Wattepad Rosenwasser gebt, als Kompresse das verwendet, kann das also entzündungsmildernd und dass es nicht mehr so juckt, wirken. Dann sagt man auch bei Sonnenbrand, bei Insektenstichen, ist auch, habe ich auch schon, also Insektenstichen und Sonnenbrand, das ist fantastisch. Also man muss nicht unbedingt jetzt hier dieses Zeug aus der Apotheke kaufen. Wenn man einen Insektenstich hat, dann gibt man sich auch wieder die Chemie auf. Also ich habe die Erfahrung gemacht,
Bei Insektenstichen hilft das wirklich. Also das mildert den Juckreiz sofort. Auch wenn ihr so Mundentzündung habt, kann man da auch damit gurgeln. Also ihr nehmt einfach ein Wasserglas und gebt da so 10 bis 15 Tropfen Rosenwasser rein, gurgeln, ausspucken, fertig. Ist der Lack. Ja, und jetzt kommen wir dazu, was solltet ihr beachten beim Kauf eines guten Rosenwassers? Es sollte sich um das reine Produkt handeln. Also es dürfen keine Zusätze wie Alkohol oder Konservierungsstoffe beigefügt worden sein. Also wenn ihr jetzt dieses aus der Drogerie, die meisten Rosenwässerchen, ich habe die auch schon alle durch, haben, die meisten haben Alkohol. Ja, die haben eigentlich alle Alkohol drin enthalten. Und ich mag das sehr gerne, weil es sind im Moment 210 Milliliter drin, kostet 10 Euro, es ist reines Wasser, also gereinigtes Wasser, und dieses Wasser wurde gewonnen, dieses Rosenwasser wurde gewonnen aus Damaskusrosenblüten. Das gibt es im Reformhaus, das gibt es auch nicht in der Apotheke, also wenn ihr euch ein gutes Rosenwasser kaufen möchtet, dann bitte ohne Alkohol, also in Apotheken, Reformhäusern und in orientalischen Lebensmittelgeschäften, da bekommt ihr das auch. Und dann kann man natürlich auch Rosenwasser noch zum Kochen und zum Backen benutzen. Das kennt man ja auch aus der orientalischen Küche. Ob jetzt im Eistee oder Smoothies oder Gelees oder Plätzchen oder Pralinen. Dieses Rosenwasser verteilt eben diesen himmlischen Duft, diesen Geschmack. Und selbst bei einem Cocktail gibt das dem Cocktail so einen richtigen unerwarteten Kick. Also, es ist ein universell einsetzbares Produkt, Rosenwasser, ähnlich wie Kokosöl und in der Kombination zusammen unschlagbar, würde ich sagen, ist meine Erfahrung. Ich habe damit getestet, ausprobiert und deshalb stelle ich euch das vor. Deshalb stelle ich euch das auch vor. Das war zu schnell gesprochen. Ja, ihr Lieben, das war jetzt mal mein Infovideo zum Wundermittel Alleskönner Rosenwasser, und ich bin wie gesagt ein totaler Fan von Rosenwasser. Ich benutze es für innen, also auch zum Kochen, ich benutze es für die Haut und für die Haare. Auch wenn ich Labiosthetik nehme, nehme ich zwischendurch als Sprühkur. Ich nehme keine Feuchtigkeitssprühkur mehr von irgendeinem Haarlabel, weil Alkohol drin ist. Und wie gesagt, achtet bitte darauf, auf das reine Rosenwasser, dass da kein Alkohol drin ist. Das möchte ich euch wirklich ans Herz legen, ne? Dass da kein Alkohol versteckt irgendwie drin ist. Hier gibt es nur zwei Inhaltsstoffe, gereinigtes Wasser und Damaskusblüten, Rosenwasser. Kommt direkt aus Indien, und ich schreibe es nochmal genau auf und dann könnt ihr ja schauen, ob ihr das findet. Ansonsten, diese freier Reformhäuser gibt es ja eigentlich in allen Städten. Da müsste man. Und wenn nicht, wenn die das nicht führen, dann könnt ihr denen ja sagen, naja, dann bestellen sie das doch. Also das machen die auch. Und ihr könnt ihnen ja erklären, wie toll das ist. Dann lernen die noch was dazu, wenn sie es nicht führen in ihrem Programm. Es gibt ja Reformhäuser, die haben es, dann geht es nicht, dann nehmen sie es wieder raus. Anyway, so ihr Lieben, ich wünsche euch wie immer alles Liebe, alles Gute. Seid besonders gut zu euch und zu eurer Haut und zu euren Haaren. Und bis bald. Ciao.